Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen in unserem Wissenschaftstheater und zu Hause für diejenigen, die uns im Livestream heute Abend folgen. Denn das ist inzwischen so ein bisschen eine Gewohnheit, dass wir solche Veranstaltungen auch als Livestream über YouTube live dann übertragen. Ja, noch das letzte Handy ausschalten. Sehr schön. Aber es ist heute ein Vortrag zum Thema Hörwahrnehmung, also solche Experimente sind erlaubt heute Abend. Ja, mein Name ist David Champion, ich gehöre, also organisiere von der Phenoseite diese Vortragsreihen, die wir inzwischen, das ist wirklich eine schöne Tradition, in Kooperation mit der BWG, in Kurzform, das ist die Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft, und der Wissenschaft der Akademie zu Göttingen organisieren. Und ich habe vorhin in meinem kleinen Archiv nachgeschaut und musste wirklich staunen, das ist inzwischen die 16. Reihe, die wir organisieren, Professor Richter. Und wir haben 2008 angefangen. Also ich freue mich wirklich sehr, dass wir diese Kooperation fortsetzen. Und ich freue mich wirklich besonders, dass wir diesmal wieder eine Reihe haben, die unsere letzte Ausstellung begleitet. Wahnsinn heißt diese Ausstellung. Die Ausstellung, die unsere Sinne auf die Probe stellt. Die haben wir im Juni eröffnet. Und es sind so circa 25 Exponate, Stationen, die zum Teil ganz neu sind, zum Teil überarbeitet sind, wo praktisch wir unsere Sinneswahrnehmung testen, erproben können. Und wenn wir schauen so ein bisschen, woher Pheno kommt, was für uns so die großen Vorbilder waren, eins davon ist das Exploratorium in San Francisco, eine tolle Institution, die ein bisschen älter als unsere ist. 1969 wurde sie gegründet. Und sie heißt, also Exploratorium, das Museum for Science, Art and Human Perception. Also da ist wirklich in dem Titel sozusagen, oder diese Untertitel von der Einrichtung, dass es auch ein Museum ist für Kunst, Wissenschaft und menschliche Wahrnehmung. Das heißt, menschliche Wahrnehmung ist eine ganz wichtige Säule von was Pheno ist, was Pheno ausmacht. Wir haben ganz viele Exponate, die sich dem Thema Wahrnehmung widmen, und das haben wir wirklich mit einer sehr schönen, ich sag mal, Ergänzung, Erneuerung jetzt auch noch, bestätigt oder verstärkt noch, also seit Juni. Also falls Sie noch die Ausstellung wahnsinnig besichtigt haben, dann kann ich Sie noch herzlich dazu einladen, die wird jetzt noch für längere Zeit bei uns zu sehen sein. Ja, das war's von mir. Professor Richter, Sie haben jetzt das Wort, Sie dürfen den heutigen Referenten vorstellen. Professor Richter, der Präsident von der Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft. Vielen Dank. Ja, Sie sehen, ich habe mir extra einen Zettel machen müssen, weil der Lebensweg von Herrn Professor Altmüller ist sehr kompliziert. Er ist wahrlich ein interdisziplinärer Wissenschaftler. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Er hat Musik studiert und Medizin, beides. Das habe ich vorher auch noch nie gehört. Und er ist nicht nur das, er ist auch ein wahrer Europäer. Er hat in Deutschland studiert, in Tübingen und in Paris, und hat auch heute noch gute Beziehungen zu Paris und hält dort Seminare ab. Finde ich ganz toll, so gerade für den europäischen Zusammenhalt. Ja, was soll ich noch sagen? Ich will sein Forschungsgebiet einfach mal charakterisieren durch den Titel seiner neuesten Publikation. Und die ist 2022 rausgekommen, und die heißt, hat den Titel Association of Music Interventions with Health Related Quality of Life. Und ich glaube, das charakterisiert, glaube ich, ihr gesamtes wissenschaftliches Werk.
Ja, ich freue mich auf den Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Richter, für die nette Einführung. Vielen Dank, Herr Champion, und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich komme immer sehr gerne ins Fähner, schon seit vielen Jahren. Erst mit meinen drei Kindern war ich jedes Jahr mindestens einmal da, als die im Alter zwischen 8 und 18 waren. Und dann einmal war ich bei einer Vorveranstaltung. Damals ging es, glaube ich, um die Evolution der Kultur. Aber heute geht es um das Hören und das ist natürlich mein Lieblingssinn. Sie haben es gehört, ich habe ja auch Musik studiert und was ich vorhabe heute ist zunächst mal, wir stellen uns mal ganz dumm und Sie erfahren etwas über die Physiologie des Hörens. Es ist ein hochinteressanter Sinn, der eben vor allem eben nicht unser Ohr als Mikrofon benötigt, sondern ganz wesentlich vom Gehirn aus angesteuert wird. Es ist also ein Hören, es ist ein aktiver, bedeutungsgenerierender Vorgang. Anschließend gehe ich auf meine Klientel an der Musikhochschule ein. Ich bin ja Leiter des Instituts für Musikphysiologie und Musikermedizin und meine Aufgabe ist unter anderem eben Musikerinnen und Musiker auf ihren Beruf vorzubereiten. Dazu gehört auch, dass sie natürlich richtig hören lernen und ihr Gehör auch schützen. Und ich will Ihnen zeigen, dass Musikerinnen und Musiker ein Spezialgehör haben, was sich auch in der Struktur des Gehirns niederschlägt. Und das kann man natürlich nutzen, wenn Sie als Seniorin oder als Senior im Alter von 70 Jahren sich entschließen, ein Instrument zu erlernen, dann werden Sie nach einem Jahr des Instrumentenlernens besser hören. Ihre akustische Mustererkennung wird besser sein dabei. Und dann kommen wir zu der Frage, ja, warum ist das Hören für uns so wichtig? Chrétien hat gesagt, das Hören ist das Tor zur Seele. Und es liegt natürlich daran, dass wir Menschen über das Hören kommunizieren und vor allem unsere Emotionen kommunizieren. Und ich möchte einen Spezialfall Ihnen vorstellen, nämlich das Hören mit Gänsehauteffekten bei besonderen Musikstücken. Und dann ganz zum Schluss kommen wir so in den intergalaktischen Zusammenhang. Das habe ich vor einigen Jahren hier schon mal in Ansätzen angefangen vorzustellen. Wir haben ein Modell, wie wir eigentlich unsere emotionale Lautäußerung von den Säugetieren bis in die heutige Hochkultur weiterverfolgen können. Und dazu gehört eben auch dann die Musik und die Rolle des Hörens für uns Menschen in der Gemeinschaftsbildung. Ich habe mir viel Gedanken gemacht, ob ich jetzt auch noch etwas über akustische Täuschungen machen muss oder irgendwas über akustische Streaming oder Szenenanalyse. Das ist eigentlich so das Hauptfeld, was die Psychoakustiker gerne bearbeiten. Aber ich glaube, dass das, was ich heute mache, wichtiger ist und an die Essenz des Menschlichen herangeht. Dazu möchte ich Sie auch auffordern, wenn Sie etwas nicht verstehen, gerne einfach Zwischenfragen halten. Ja, ich werde die dann wiederholen, sodass die auch im Stream dann verständlich bleiben. Ja, fangen wir an. Physiologie ist Hören. Was hören wir? Was ich jetzt schon die ersten 5 Minuten gemacht habe, ich habe jetzt also periodische Luftdruckschwankungen erzeugt. Das ist mit meinen Stimmlippen geschehen. Ich habe diese Luftdruckschwankungen gefiltert. Das ist mit meinem Rachen, meinem Mundhöhle, meiner Zunge gegeben und ich habe die Luft über mein Zwerchfell und über meine Lungen beschleunigt. Und was dabei entsteht, durch diese Schließen und Öffnen der Stimmlippen, dabei entsteht dann eben zunächst mal eine Druckschwankung oder wenn man das ganz charakteristisch und ganz einfach sich stellt, dann ist es eine Schallschwingung. Diese einfache Sinusschwingung hat zwei Parameter, nämlich das eine ist die Periode, das heißt die Geschwindigkeit und das wissen Sie alle, je schneller die Periode ist, umso höher erklingt für uns der Ton und je höher die Amplitude ist, umso lauter erklingt der Ton. In der Natur kommen so gut wie keine reinen Sinustöne vor. Das ist ein Produkt der Technik, was eben seit den Möglichkeiten der Verstärkertechnik möglich ist. In der Natur haben wir eigentlich immer Klänge.
Und mein Stimmklang, wenn ich jetzt einen Ton singe, dann kann ich den Anteil meiner Obertöne, das heißt also die drüber gelagerten kleinen Wellen, die Sie hier sehen, den kann ich entsprechend intensiver oder weniger intensiv machen, indem ich also meine Mundstellung und meine Zungenstellung und den Druck meiner Lungen verändere. Wenn ich also dann ist die Grundfrequenz die gleiche, das ist jetzt etwa ein A, aber die Obertöne sind eben entsprechend unterschiedlich dargestellt. Und wenn ich jetzt mit Ihnen rede, dann produziere ich nicht nur Vokale, das sind solche Klänge, A, E, I, O, U, sondern ich produziere dabei auch noch Geräusche. Sch, st, t, k, m. Und das ist dann eben das Rauschen, was damit dabei ist. Rauschen ist charakterisiert nicht durch eine periodische Luftdruckschwankung, sondern durch aperiodische Luftdruckschwankungen. Und in der Regel kommt bei uns also ein sogenanntes Rosa-Rauschen vor, was einen bestimmten Frequenzbereich hat. Also dieses Sch hat einen Frequenzbereich jetzt in meiner Stimmlage etwa zwischen 200 und 2000 Hertz. Aber es ist eben nicht periodisch wie mein gesungenes Ha. Genau, also so ist es ganz einfach. Das Ganze funktioniert natürlich wunderbar. Ich erzeuge den Schall mit meinen Stimmlippen, mit meinem Mund, mit meinen Lungen, mit meinem Zwerchfell. Sie nehmen den Schall auf über Ihr Ohr. Und das ist das nächste fantastische Organ, was wir haben. Da trifft jetzt zunächst mal meine Stimme auf ihre äußere Ohrmuschel. Und die Ohrmuschel, die ist ja ziemlich kompliziert aufgebaut. Deswegen muss man sie ja auch auf dem Passbild sehen, weil die nämlich sehr individuell aufgebaut ist. Und die vielen Kanten und die vielen Abschnitte an der Ohrmuschel, die dienen zur Reflexion des Schalles. Und die sind eben so, dass wenn der Schall von unten kommt, werden sie hier abgebildet, dann werden sie hier abgelenkt. Dann werden sie irgendwann im äußeren Gehörgang hier abgelenkt, sodass jeder Schall, wenn er in der Vertikale sich verändert, ein anderes Reflexionsmuster an der Ohrmuschel erzeugt. Mit der Form unserer Ohrmuscheln können wir die Schallquellenlokalisation in der Vertikalen machen. Mit der Laufzeitdifferenz des Schalles, wenn er von Ihnen, von mir gesehen, links kommt, dann trifft Ihr Mundschall jetzt auf mein linkes Ohr wenige Mikrosekunden früher als auf mein rechtes Ohr. Damit kann ich dann den Winkel, aus welcher Gegend er in der Horizontalen kommt, zeigen. Eine fantastische Sache, da sind wir auch hochspezialisiert. Das äußere Ohr hat natürlich auch neben der Richtungslokalisation die Funktion des Schallauffangens, das ist ein Schalltrichter und wie Sie wahrscheinlich auch selber wissen und können, man kann mit den Ohren noch ein bisschen wackeln, also ich kann das noch. Und kann dann so ein bisschen die Richtung einstellen. Das machen natürlich unsere Säugetiere, die Rehe oder auch Katzen oder Hunde können das viel besser machen. Und das war eben eine Möglichkeit auch noch der Unterstützung der Richtungslokalisation. Dann haben wir hier den äußeren Gehörgang. Das Ganze liegt in einem der stärksten Knochen des Menschen, nämlich im Felsenbein. Das heißt nicht umsonst Felsenbein. Das ist eine der härtesten Knochensubstanzen, sehr gut geschützt. Und im äußeren Gehörgang, da haben wir eigentlich einen Resonator. Der ist 2,5 Zentimeter lang und etwa Durchmesser 7 Millimeter. Und das führt dazu, dass meine Stimme jetzt im Moment an ihrem äußeren Gehörgang verstärkt wird. Die resoniert da. Und zwar um einen Faktor, der fast den Faktor 8 bis 9 angeht. Also ist wichtig. Und dann trifft der Schall endlich mal auf unser Trommelfell und auf das Mittelohr. Also hier diese Sachen, Trommelfell, Hammer, Amboss und Steigbügel, das ist das Mittelohr und das sind die sogenannten Gehörknöchelchen. Dann haben wir zum Mittelohr gehörig auch die innere Ohrtrompete oder die eustachische Röhre, die ist eine Verbindung vom Mittelohr zum Rachenraum und mündet ganz hinten im Rachen in einer Art von, ja, so eine kleine Spalte. Und wenn ich schlucke, dann öffne ich die kurz oder wenn ich mit der Nase dagegen drücke, dann kann ich die öffnen. Und so schafft es zum Beispiel der Taucher, wenn er auf Tauchgang geht, den zunehmenden Wasserdruck, der auf seinen äußeren Gehörgang, auf die Luftsäule da drückt, auszugleichen, indem er den Gegendruck über die innere Ohrtrompete aufbaut. Die Gehörknöchelchen und das Trommelfell sind ein sogenanntes Impedanzwandlungssystem. Das heißt,
der Luftschall, der relativ energieschwach ist. Also was ich hier probiere, ist eine geringe physikalische Kraft. Der wird in den energiereicheren Flüssigkeitsschall des Innenohres umgewandelt. Das Innenohr ist nämlich mit Wasser gefüllt. Und zwar mit einer sogenannten Endolymphe, die ziemlich genau der Salzkonstitution des Urmeeres vor 500, 600 Millionen Jahren entspricht. Und das Innenohr ist gewissermaßen das Relikt, was wir haben, als wir noch Fische waren und eben hören mussten. Ich gehe gleich noch auf den Aufbau des Innenohrs ein. Ich bleibe noch kurz beim Mittelohr. Was mich daran nämlich besonders fasziniert ist, diese Mittelohrknöchelchen, Sie wissen wahrscheinlich, woher die stammen in der Evolution des Menschen. Das waren Kieferknochen der Knochenfische. Und als wir als Amphibien ans Land gekrochen sind, vor vielen hundert Millionen Jahren, wurden diese Kieferknochen umfunktioniert, um eben die Impedanzwandlung des schwachen Luftschalls in den starken, kräftigen Innenohr-Wasserschall umzuwandeln. Sonst würde nämlich der Schall an der äußeren Wand des Innenohres zu etwa 90% reflektiert werden. Und wir würden viel, viel schlechter hören. Deswegen Impedanzwandlung. Und natürlich die innere Ohrtrompete, ist klar, ist auch noch ein Rest von Fisch in uns. Das ist eine alte Kieme. Ja, die Kiemen waren da, um da das Wasser durchfließen zu lassen. Und die innere Ohrtrompete haben wir da noch beibehalten als praktische Möglichkeit für den Druckausgleich. Das eigentliche Sinnesorgan ist dann tief geschützt im Felsenklein, das ist die Hörschnecke oder Cochlea. Und es ist vergesellschaftet mit einem anderen Sinn, nämlich mit dem Gleichgewichtssinn, das ist hier das sogenannte Labyrinth. Diese drei Halbkreise des Labyrinthes sind so angeordnet, dass sie dreidimensional im Raum jede Kippung, jede Beschleunigung und jede Kopfposition selber wahrnehmen können. Im Übrigen mit den gleichen Sinnesmechanismen wie das Hören. Darauf kommen wir gleich. So. Ja, ist also fantastisch angepasst. Wir haben jetzt hier nochmal die Hörschnecke und jetzt schneide ich die mal auf. Dann sehen Sie hier, die enthält drei Kompartimente, also eigentlich eine große Röhre, die in drei Kompartimente unterteilt ist. Die sind flüssigkeitsgefüllt. Und zwar die obere Röhre, die sogenannte Vorhofröhre, Scala Vestibuli. Da kommt der Schall an von dem Steigbügel hier, das ist das letzte der Gehörknöchelchen. Der Schall kommt hier an, setzt die Flüssigkeit hier in Schwingung. Das setzt die mittlere Röhre in Schwingung. Da fangen dann an, diese komischen Gebilde, das sind nämlich die Sinneszellen hier, an mitzuwackeln. Und dann wird der Druckausgleich in der unteren Röhre, der sogenannten Paukenröhre, hier durchgeführt. Das heißt also, das ganze System schwingt in der Frequenz, mit der Steigbügel gegen das Innenohr drückt, ganz, ganz schnell, ganz fein, in der Frequenz, wie das Trommelfell geschwungen hat, in der Frequenz, wie ich zu Ihnen gesprochen habe. Tolle Sache. Und dann sieht es also so aus, jetzt passiert im Innenohr eben das, was wir brauchen zum Hören, nämlich die Frequenzzerlegung. Das weiß man auch erst seit ein paar Jahren. Das liegt an der Mechanik dieser Membrane in der mittleren Röhre. Die Membrane, auf der die Haarzellen sitzen, die Sinneszellen sitzen auf der Membrane. Die Membrane ist unten in der Nähe des Steigbügels, hier sehen Sie es, sehr fest gespannt und die Fasern dieses bindegewebigen Membranteils sind sehr, sehr dick. Und deswegen kommen die in Resonanz bei sehr hohen Frequenzen. Festgespannt, hohe Frequenzen. Das ist so, wie wenn Sie in den Flügel reinsingen, ein Klavier aufmachen, reinsingen, das Pedal runter, dann sehen Sie, wenn Sie hoch singen, dann schwingen die kleinen Saiten für die hohen Töne und wenn Sie sehr tief reinsingen, dann schwingen die langen Saiten für die tiefen Töne. Nämlich, je weiter ich jetzt in dieser Hörschnecke, hier ist sie also aufgerollt, also diese Schnecke ist jetzt hier gerade, sie ist auch etwa 2 Zentimeter lang, je weiter ich nach oben gehe, umso länger werden diese Bindegewebsfasern der Basilarmembran, bis sie ganz oben relativ lang und relativ schlaff sind. Und da werden die tiefen Töne wahrgenommen. Das heißt, die hohen Töne unten in Steigbügelnähe,
die tiefen Töne oben in Höhe der Hörspitze. Und das Ganze läuft gewissermaßen über Resonanz. Und wenn jetzt die Haarzellen in dem Ton, in dem ich gerade singe, wenn die dann da anfangen zu schwingen, hier etwa an der Stelle, dann wackeln die Härchen, die auf dieser Stelle sitzen. Und die Wackler der Härchen, die führen dann dazu, das sind die Härchen, da gibt es zwei Sorten, es gibt die sogenannten inneren Haarzellen, das sind weniger, etwa ein Drittel weniger, die sind eigentlich die sogenannten Mikrofonzellen, die wackeln und während sie wackeln, wird dann unter Energieaufwendung, da brauchen sie viel Sauerstoff und viel Zucker, während sie wackeln, wird das in elektrische Universalsprache unseres Gehirns umgesetzt. Tolle Sache. Und jetzt nochmal zum Ort, wo sie wackeln. Wenn sie also beim mittleren Ton, bei meinem Ha hier wackeln, dann wackeln sie hier. Und wenn ich ganz tief singe, Ha, dann wackeln sie hier. Und wenn ich ganz hoch singe, Ha, dann wackeln sie hier etwa. Tolle Sache. Und jetzt sind es aber nicht nur die inneren Haarzellen, die wackeln. Die äußeren Haarzellen helfen mit. Und zwar werden die äußeren Haarzellen werden vom Gehirn aus angesteuert. Deswegen ist unser Ohr kein Mikrofon. Und zwar ist es eine Art von Servomechanismus. An der Stelle auf dieser Membrane, wo es am meisten wackelt, werden die äußeren Haarzellen angestoßen und helfen mit, das Wackeln noch an der Stelle spezifisch zu verstärken. Und damit wird die Trennfähigkeit, das heißt, die wackeln hier, indem sie sich hier mit der sogenannten Deckmembrane zusammen verbinden und dann die gewissermaßen an der Stelle nochmal so richtig fest aufschaukeln, die Schwingungen dieser Basilarmembran. Und auf die Art und Weise entsteht dann eine tolle Trennschärfe, gerade in der Frequenz. Und damit kann ich unterscheiden zwischen Ha und Ha, ha, ha. Sonst wäre unsere Trennschärfe nicht ausreichend gut. Ja, also das brauchen wir. Das hatten wir erst vor etwa 10 Jahren wirklich erfunden. Sie sehen diese Haarzellen, auch das ist ganz interessant, die haben natürlich hier dickere Nervenverbindungen und die Nervenverbindungen sind hier efferent, das heißt, die kommen vom Gehirn. Hier sind die Nervenverbindungen afferent, die gehen also zum Gehirn hier. Das Ganze braucht eine Menge von Sauerstoff und Glucose und deswegen ist es gut, dass unsere Ohren gut durchblutet werden und Sie können sich vorstellen, wenn Sie eben eine schlechte Durchblutung haben, zum Beispiel wenn Sie Zigaretten rauchen, dann wird die Versorgung des Innenohrs mit Sauerstoff etwas schlechter sein und das ist einer der Gründe, warum starke Raucher etwa ab dem Alter von 40 Jahren messbar eine schlechtere Hörschwelle haben als Nichtraucher. Also falls Sie rauchen, versuchen Sie heute schon mal aufzuhören, dann bleiben Sie lange gute Hörer. Ja. Nochmal jetzt hier in schematisch, das hat mein Kollege André Krahl aus der Medizinischen Hochschule Hannover sehr schön erforscht. Am Tier kann man das natürlich nur erforschen. Wir haben hier die inneren Haarzellen, die gehen ins Gehirn zum sogenannten Cochleariskern. Das geht dann hinüber auf die andere Hirnhälfte zur sogenannten oberen Olivenkomplex, das brauchen Sie sich nicht zu messen, geht dann wieder nicht zu merken, das geht dann wieder runter und das steuert dann die äußeren Haarzellen an und so kann der Ton, der hier jetzt da ist, dazu führen, dass an der Stelle genau die äußeren Haarzellen mithelfen, die Schwingungen der Basilarmembran zu verstärken. Das geht auch an die andere Hirnhälfte, ans andere Ohr. Und das ist einer der wichtigen Mechanismen, den Sie jetzt im Moment gerade einsetzen. Sie haben sich jetzt schon mit Ihren inneren und äußeren Haarzellen auf meinen Stimmklang eingestellt. Sie haben schon meinen schwäbischen Akzent und so weiter. Das haben Sie alles jetzt schon drauf. Und Sie hören jetzt zum Beispiel gar nicht mehr das Rauschen des Beamers oder das Rauschen der Ventilation hier. Das haben gewissermaßen Ihre äußeren Haarzellen, haben das jetzt schon unterdrückt. Dieses Rauschgeräusch verstärken Sie nicht, sondern Sie verstärken nur das, was ich jetzt im Moment mit meiner Stimme erzeuge. Ziemlich kompliziert, aber großartig. Und dann geht es jetzt weiter. Wir haben nur vom Hirnstamm geredet, aber wenn Sie jetzt genau gucken, dann haben wir zwei Hörbahnen. Wir haben die aufsteigende Hörbahn, die ist durchgezogen, das ist rot. Hier haben wir nochmal unsere Hörschnecke. Hier tritt sie in den Hirnstamm ein. Dann wird es hier mal umgeschaltet, dann wird es hier umgeschaltet, dann wird es hier umgeschaltet. Und dann erst kommt es, frühestens dann kommt es erst zur großen Rinde, zum Schläfenlappen hier an unserer Seite. Und erst dann entsteht erst der
bewusste Eindruck, dass ich etwas höre. Und Sie sehen auch, das Ganze geht immer auf beiden Hemisphären, aber überwiegend wird die dem Innenohr gegenüberliegende Hemisphäre angesteuert. Gleichzeitig gibt es aber eben auch eine Bahn, die ist gestrichelt, die geht von der Hörrinde über die verschiedenen Umschaltstationen hinunter wieder an die äußeren Haarzellen und steuert gewissermaßen wie ein Verstärkungsmechanismus die Frequenzen im Innenohr an, die wir besonders gerne hören wollen. Wenn Sie also im Orchester sitzen oder als Zuhörerin nachher bei einem Konzert in Braunschweig zum Beispiel dort zuhören und Sie interessieren sich für den Klang der zweiten Querflöte, dann sagt Ihr Gehirn, verstärke die Frequenzen, die jetzt typisch sind für die zweite Querflöte und dann werden Sie die heraushören. Also es ist ein bewusster Heraushörungsakt. Viel wichtiger natürlich auch in allen sozialen Kontexten, wenn wir zum Beispiel bei starkem Hintergrundrauschen Sprache verstehen müssen, dann werden unsere äußeren Haarzellen angesteuert. Das zeige ich Ihnen nachher gleich nochmal mit einem Beispiel. Und dann habe ich ja so etwas laienhaft hier noch Sachen reingemalt in Farbe. Das Hören wird, bevor wir es überhaupt mit bewusst wahrnehmen, bereits ans Emotionssystem weitergegeben und wird da schon bewertet. Emotionen sind gewaltige Bewertungsmechanismen. Im Wesentlichen sagen sie, was ist gut für mich und was ist schlecht für mich. Was macht mir Freude und was macht mir keine Freude. Und das geschieht vorbewusst, bevor überhaupt das Hören unserer großen Rinde erreicht. Das hat natürlich auch evolutionäre Gründe. Es ist nämlich so, dass wir zum Beispiel bei sehr lauten Geräuschen dann schreckhaft zusammenzucken und uns zum Beispiel schnell in Sicherheit reflexartig bringen können, bevor wir überhaupt bewusst sind, was da jetzt gerade im Moment dieses Geräusch gemacht hat. Quietschen eines Autoreifens am Zebrastreifen oder sonst irgendetwas. Der zweite Punkt ist, es gibt eine direkte Umschaltung von hier, das nennt sich der Thalamus hier, direkt zu den Gedächtnissystemen des Hippocampus, weil nämlich jedes Hören, auch jetzt, was Sie hier in die ganze Zeit jetzt schon machen, die letzten fast 15 Minuten, jedes Hören ist Gedächtnisbildung. Und es lebt von der Gedächtnisbildung. Sie merken sich meine Sätze und Sie haben den Anfang des Satzes parat, um überhaupt zu verstehen, über was ich rede. Das heißt, Hören lebt auch vom Gedächtnis, weil es sich ja naturgemäß in der Zeit entfaltet. So, das war das Schwierigste vom ganzen Vortrag. Haben Sie dazu Fragen? Wir kommen immer wieder auch noch drauf. Dann machen wir weiter. Wenn man Berufsmusiker anschaut, dann sind die Berufshörer, die also das Üben eines Instrumentes oder der Stimme ist im Wesentlichen begleitet von ganz bewussten, bewertenden Hören. Also wenn Sie Musik studieren, dann bringt Ihnen Ihr Lehrerin, Ihr Lehrer bei, genau sich selbst zuzuhören. Die Klänge ganz genau zu imaginieren, antizipieren und versuchen mit den Möglichkeiten ihres Körpers, ihrer Zunge, ihrer Lippen, ihrer Finger, je nachdem welches Instrument sie spielen, zu realisieren. Das heißt, sie haben eine akustische Vision. Und das heißt, sie, im Prozess des Übens steuern sie immer auch ihre bewussten Hörregionen in der großen Rinde an. Und mein Freund und Kollege Peter Schneider hat vor 20 Jahren eine klassische Arbeit gemacht. Der hat einfach mal geguckt, wie groß ist eigentlich die Gehirnregion, die fürs Hören zuständig ist, bei musikalischen Laien, bei musikalischen Amateuren und bei musikalischen Profis. Und hat dazu vermessen, den sogenannten, die Heschelsche Querwindung. Also das nennt sich Heschelscher Gyrus. Der sieht aus wie ein Y, ist so etwa 2,5 Zentimeter lang, sitzt oben auf der Innenfläche des Schläfenlappens und hat so eine typische Furchenform hier. Und die hat er einfach ausgemessen bei 12 Berufsmusikern, 12 Nichtmusikern und 12 Amateuren. Dann hat er gemessen, wie viele Nervenzellen sind für bestimmte Töne zuständig. Und dazu hat er eine sogenannte evozierte Potentialtechnik genommen. In dem Fall hat er das so gemacht, dass immer 440 Hertz ba, 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 auf die Ohren getroffen sind. Und er hat die Reaktionspotenziale an dieser Stelle
im Bereich des Heschelschen Querwindung gemessen. Und je größer die Reaktionspotenziale der Nervenzellen sind, je mehr Nervenzellen gewissermaßen gleichzeitig auf den Ton ba, 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 hinfeuern, umso mehr Nervenzellen feuern da. Man kann also an der Größe der Potenziale sehen, wie viele Nervenzellen sind am Hören dieses Tones beteiligt. So, und so sieht es dann aus. Das ist verwirrend. Wir gehen einfach mal besonders dadurch. Auf der jetzt von Ihnen aus gesehen linken Seite, genau, da sehen Sie jetzt hier, es waren 500 Herztöne. Wir haben jetzt hier insgesamt diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Versuchspersonen. Die rechte Hörregion, also die rechte Hirnhälfte, ist dick. Die linke Hirnhälfte ist dünn durchgezeichnet und hier sehen Sie dieses Reaktionspotenzial. Das ist so ein Tal und so ein Berg. Und das ist jetzt hier bei den Nichtmusikern. Hier jeder Individuelle, das mag ich an dieser Studie sehr, hat jeden einzelnen Versuchsteilnehmer abgebildet. Hier ist es bei den professionellen Musikern hier. Hier hat er jeden einzelnen abgebildet und hier ist es bei den Amateuren. Und Sie erkennen sofort, die professionellen Musiker haben viel höhere Reaktionspotenziale als die Nichtmusiker und die Amateure sind zwischendrin. Und dann hat er den Heschelschen Quergyrus, also die Querwindung, ausgemessen. Und da sehen Sie auch genauso wunderbar, die Nichtmusiker, die haben kleine, kümmerliche, weiße Stellen, das sind die kleinen Heschelschen Querwindungen, während die Berufsmusiker dicke, fette Querwindungen hier haben. Und die Amateure liegen wieder so zwischendrin. Und dann hat er was ganz Interessantes, hat er mich angerufen, das ist schon lange her, wie ich denn Musikalität testen würde. Was ist Musikalität? Was würden Sie für einen Test machen, um zu zeigen, dass die Musiker auch musikalischer sind als die Amateure und die Nichtlaien? Was würden Sie da testen? Kann man verschiedene Sachen testen. Man kann Tonhöhenunterscheidungen testen, ob die piep, piep, ob sie das unterscheiden können. Man kann aber einen Test machen, der als der wichtigste Test für Musikalität gilt, nämlich das musikalische Arbeitsgedächtnis. The Advanced Measures of Musical Audiation. Audiation. Das heißt, die Fähigkeit von Ihnen, in Ihrem Kopf mit Melodien die abzuspeichern und mit ihnen zu spielen und sie transformieren. Ein ganz einfaches Beispiel, in dem Test werden in der einfachsten Form zwei Melodien vorgespielt und Sie müssen hinterher nur antworten, sind die gleich oder sind die unterschiedlich oder sind die miteinander verwandt. Ba, 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 bam. Melodie 1, Sie speichern ein, brauchen Ihren Heschelschen Querwindung. Zweite Melodie kommt, ba, bi, ba, bam. Jetzt müssen Sie überlegen, war das irgendwie verwandt? Es ist ja die gleiche Tonhöhe, sind die gleichen Töne. Und dann wird Ihnen klar, ba, 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 bam, ba, 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 bam, ist einfach das andere von hinten gemacht. Ja? Also es ist gewissermaßen hier eine Art von Krebsbildung. Und auf die Art und Weise kann man das musikalische Arbeitsgedächtnis und die Transformationsfähigkeit des Hörers und der Hörerin genau testen. Und genau das hat er gemacht in einer ziemlich komplizierten Version. Ich habe Ihnen jetzt das Einfachste vorgesungen, er hat aber viel schwierigere genommen. Und da sehen Sie jetzt Folgendes, das ist also hier der Advanced Measures of Musical Audiations auf der rechten, also auf der X-Achse, da sehen Sie hier, das sind die ganz guten. Und dann haben wir hier die Größe aufgetragen dieser Heschelschen Querwindung hier in Kubikmillimeter. Und dann können Sie hier wunderbar erkennen, dass die professionellen Musiker sind die Kreise. Na klar, da ganz oben ist einer, der hat einen riesigen Heschelschen Querwindung und der hat auch ein fantastisch gutes Abschneiden in dem Test. Die anderen sind auch nicht so ganz gut, die auch nicht schlecht. Dann gibt es hier schon mal einen Amateur, der kommt schon gefährlich nahe an die Berufsmusiker ran. Und dann haben wir die Quadrate, also die Dreiecke sind die Amateure. Und die Quadrate können Sie hier sehen, die gehen dann an die Laien. Und da sieht man dann tatsächlich die Laien, da gibt es auch schon ein paar Laien, die sind so im Amateurbereich schon sehr, sehr gut. Aber dann doch die meisten Laien sind hier unten, die haben einen kleinen Heschelschen Querwindung und haben eine kleine auditive Audiationsfähigkeit. So, also das fand ich, ist eine schöne Sache. Und ich nehme das immer für meine Studenten, weil das mit der erste Versuch ist, der zeigt, wie unser Gehirn sich auf langjähriges Training eigentlich einstellt.
Er konnte eine Sache allerdings damit nicht beweisen. Was konnte er nicht beweisen? Also, genau. Genau so ist es. Also, genau. Genau das konnte er nicht nachweisen. Es könnte ja sein, dass nur die, die einen riesigen hessischen Gyrus haben, überhaupt Musik studieren. Die eben schon von Geburt an einfach da bevorzugt sind. Die sind dann entsprechend unterstützt worden. Der Musiklehrer in der Schule hat erkannt, du bist musikalisch, du kannst schön singen, du kannst dir Melodien merken und so. Das konnte er nicht zeigen. Dazu braucht man eine Langzeitstudie. Und genau das haben wir gemacht. Aber nur mal ganz kurz, also das Musizieren beeinflusst das Nervensystem auf vielen Ebenen. Zunächst mal werden die Synapsen, das heißt die Verbindungen zwischen zwei Nervenzellen im Gehirn, werden effizienter. Neurone werden neu in Netzwerke dazugezogen. Die Anzahl der Synapsen vermehrt sich schon nach wenigen Minuten. Die Zahl der Dendriten, die Eingangsstation in die Nervenzellen, da wo die Information in die Nervenzellen reinkommt, die braucht ein paar Tage, bis die größer werden. Die Anzahl der Nervenzellen, die ändert sich eigentlich nach dem Alter von etwa 2 Jahren nicht mehr. Aber die Nervenzellen, die in das Hören eingebunden sind und die trainiert werden, die bleiben länger erhalten. Netto haben sie also mehr Nervenzellen. Das ist auch möglicherweise einer der Effekte, warum diese Hirnregionen größer sind. Die Bemarkung, das heißt die Isolationsschichten um diese Axone, die werden eben hier in dem Fall dicker, damit die Nervenzellen schneller miteinander kommunizieren können und genauer miteinander kommunizieren können. Und schließlich braucht man natürlich wie bei einem Muskel auch ein Stützgewebe und eine Durchblutung des Gewebes. Ja, aber er konnte eben nicht zeigen, ob unsere Musiker das jetzt von Geburt an haben und deswegen Musiker geworden sind oder ob es durch das Training gekommen ist. Und was wir gemacht haben, ist jetzt, das will ich jetzt kurz Ihnen erklären, wir haben eine riesige Studie gemacht, wo wir Seniorinnen und Senioren Klavierunterricht erteilt haben oder Musiktheorieunterricht mit dem Ziel, ein Jahr lang den Unterricht zu erteilen und dann zu schauen, ob sich das Gehirn verändert hat. Also bei älteren Menschen, ob da noch diese Neuroplastizität stattfindet. Das Ganze ist zusammen mit der Schweiz gewesen. Wir haben also hier jetzt insgesamt über 150 Versuchspersonen rekrutiert und da haben wir viel Werbung gemacht. Dann mussten das alles gesunde Ältere sein im Alter zwischen 64 und 76 Jahren. Die durften keine großen Erkrankungen haben und das Schwierigste war, sie durften noch nie im Leben länger als 6 Wochen Musikunterricht gehabt haben. Das heißt also, wenn jemand 2 Jahre lang Gitarreunterricht hatte, damals, vor 50 Jahren, dann fiel der für uns als Teilnehmerin, als Teilnehmer aus. Und dann haben wir diese Seniorinnen und Senioren getestet. Zunächst mal bekamen sie viele Fragebögen und dann bekamen sie ein Kernspintomogramm, wo dann die Hirnstruktur vermessen wurde. Und dann wurden sie zufallsverteilt in 2 Gruppen. Die eine Gruppe hat Klavierunterricht erhalten, die andere hat ein Fach erhalten, das hieß Musik erleben und verstehen. Und dann nach 6 Monaten wurde alles wieder neu getestet, die ganzen Bilder ab, also die Kernspintomographie wiederholt. Nach 12 Monaten wurde es wieder getan. Dann kam leider Corona dazwischen, aber wir haben es geschafft, auch noch nach 18 Monaten, sie dann noch nachzutesten, obwohl der Unterricht nach 12 Monaten beendet war. Es ist die größte dieser Studien weltweit, ist die teuerste Studie gewesen. Sie müssen sich vorstellen, als Seniorin jetzt auch während Corona dann 1 Jahr lang zum Unterricht zu kommen, alle Tests mitzumachen, das war schon ein sehr großes Commitment. Wir haben natürlich alle Unkosten erstattet und sie haben ein Klavier geschenkt bekommen, beziehungsweise haben sie und den Unterricht natürlich erhalten. Das waren insgesamt 156 Versuchspersonen. In Hannover hatten wir 92, in Genf 64.
Es waren pensionierte Menschen, sie waren alle Rechtshänder, sie waren gesund, musikalisch naiv und wir haben eben diese randomisierte Zuordnung. Sie mussten jede Woche für eine Stunde in den Unterricht gekommen, über 12 Monate, und sie mussten jeden Tag 20 Minuten üben. Ja, das war also, haben sich vertraglich, naja, ich meine, sie haben das auch gern gemacht und wir hatten auch, sie werden gleich eine Unterrichtsszene sehen. Wir hatten nur 6,4% Dropout-Rate in dem Ganzen. Das heißt also, weniger als 10% haben in dem Jahr aufgegeben. Davon nur 2 Versuchspersonen in der Klaviergruppe und 8 in der sogenannten Musik erleben und verstehen. Der Klavierunterricht, der ist in sogenannten Dyaden erfolgt. Das heißt, Sie sehen hier so ein Dreieck. Da sitzt die Lehrerin oder der Lehrer und da sitzen die beiden Schülerinnen oder Schüler. Also wir haben auch diesen sozialen Aspekt versucht zu erhalten. Wir hatten insgesamt 17 Lehrer und was die machen mussten, war sehr körperbetont. Es fängt damit an, dass sie ganz einfache Sachen erstmal klatschen müssen. Es waren ja Menschen, die nie Unterricht bekommen haben und dann dazu gehen. Im Rhythmus. Das kommt Ihnen jetzt einfach vor. Es ist nicht einfach. Für jemanden, der noch nie Musik gemacht hat, ist es nicht einfach. Dann haben wir eben sehr viel so improvisierend gemacht. Notenlernen war nicht das Entscheidende, auch kein Drill, sondern es war eigentlich so mehr die Freude am Klang und an der Erzeugung von kreativen Klangmustern. Das haben wir dabei gemacht. Und dann viel hören, nachspielen, improvisieren, Noten lernen, erst dann nach 6 Monaten und dann haben sie einfache Stücke mit beiden Händen gespielt. Ich zeige Ihnen jetzt mal eine typische Unterrichtsszene und das ist einfach völlig unverfälscht, ungeschnitten. Sie sehen, wie das da bei uns zuging. Gleiche mit Ihnen, genau. Super. Okay. Oh. Nicht so schöne rote Nähe. Die Männer waren so viel aufgeregt. Wenn ich das dann wusste, hätte ich natürlich. Nee, alles gut. Alles super. Da spielst du mal ein bisschen anders, ne? Aber das kann man so kann auch gut spielen, ne? Ist schwierig. Sie sehen, es ist nicht einfach. Ja? Also, was da etabliert werden muss, ist zunächst mal überhaupt die Verbindung zwischen Gehirn und Finger und Klang. Also man muss da vernetzen, auch im Gehirn natürlich den Hörregion und die sensomotorischen Regionen zusammenschalten. Das ist nicht einfach. Dann muss das Timing genau sein. Da, 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 dam, ba, 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 bam. Ist ja ein Rhythmus dabei. Und dann muss das Ganze natürlich auch noch, sagen wir mal, gestaltet werden, emotional. Und das sind also Riesenaufgaben. Also Sie denken jetzt, naja gut, das könnte ich auch. Sie, also die beiden Kolleginnen und Kollegen, haben also davon sicher 3 Monate oder 4 Monate schon Klavierunterricht und sind dann auf diesem Level hier. Sind aber noch deutlich besser geworden natürlich im Laufe der Jahre, des Jahres. Die zweite Gruppe, die hat Musik erleben und verstehen, das waren größere Gruppen und da ging es darum, dass sie Musik hören mussten und beschreiben mussten, wie die auf sie wirkt, mit Worten. Also, und das war dann so, man muss dann zum Beispiel Lieblingsmusiken raussuchen und wurde dann gefragt, was bringen Sie mit in der nächsten Stunde? Dann hat jemand zum Beispiel den Erlkönig von Schubert mitgebracht, hat sich die ganze Woche darauf vorbereitet. Die anderen haben andere Stücke für sich rausgesucht. Thema war in dem Fall das Lied. Und dann kam, also da in der Stunde war ich zum Beispiel dabei, wo dann die Kollegin, auch eine ehemalige Sekretärin in der Medizinischen Hochschule, 72 Jahre alt, dann die Erkenntnis hatte, dass Erlkönig von, also wer reitet so spät durch Nacht und Wind, das ist der Vater mit seinem Kind, das ist ja die Beschreibung eines Kindesmissbrauchs ist. Ja, und das fand ich irgendwie, also der ist ja dann tot, der Knabe.
Und dann hat sie die musikalischen Mittel von Schubert in diesem Lied wunderbar beschrieben. Sie durften eben im Wesentlichen die Vielfalt der Musikwelt erleben, aber sie durften nicht selbst singen oder musizieren. Das war eben der Punkt. Ich dachte am Anfang, die springen uns alle ab. Aber es war überhaupt nicht so. Unsere Studierenden, die Lehrer waren Studierende der Musikhochschule, Masterstudierende, die konnten die richtig packen. Und wenn sie dann auch so ihre eigenen Lieblingsstücke vorgestellt haben, das war richtig spannend auch, muss ich sagen. Und dann kam auch Beziehung in der Gruppe auf. Und das fand ich auch, wurden natürlich noch viele andere Sachen dabei angesprochen aus der Biografie und so weiter. So, und dann haben wir sie getestet und jetzt will ich will, also es ist eine riesige Studie, wir sind noch am Auswerten, aber den Test haben wir jetzt fertig ausgewertet. Jetzt kommt eine Aufgabe für Sie. Wir haben jetzt getestet, wie ist die akustische Mustererkennung nach 6 Monaten. Und es läuft so, das ist der sogenannte Oldenburger Speech Recognition Assessment, also der eigentlich Sprachverständnistest. Da ist ein Rauschen und darunter liegt eine Stimme. Und die sagt einen einfachen Satz, der besteht aus einem Namen, aus einem Verb, aus einem Adjektiv und aus einem Nomen. Und jetzt hören Sie mal, was Sie hören und sagen mir, was Sie verstehen. Achtung, geht los. Thomas hat 12 große Autos. Ich mache es nochmal, war jetzt nicht ganz so gut im Start. Achtung. Thomas hat 12 große Autos. Was mit Autos? Ja, hat noch mehr? Haben Sie noch mehr? 12 ist dabei. Nochmal, ich mach's nochmal. Thomas hat 12 große Autos. Thomas hat 12 große Autos. Jetzt der nächste, jetzt wird's schwieriger. Achtung, da bin ich jetzt auch nicht sicher, ob ich das weiß. Stefan sieht 18 weiße Bilder. Ja. Das hört man natürlich mit Kopfhörer sehr viel besser, ja, muss ich dazu sagen. Und das Schwierige, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ich höre da auch noch Rauschen. Also so testet man das. Und das geschieht mit Schwellen. Das heißt, die Stimmen, das Rauschen bleibt immer gleich, aber die Stimme wird dann lauter gemacht, wenn ich es nicht verstehe. Und die Stimme wird leiser gemacht, wenn ich es verstehe. Auf die Art und Weise kann man eine Art von Schwellenbestimmung machen. Und das wird dann ausgedrückt, in wie leise man die Stimme machen kann. Und genau das haben wir gemacht. Okay, so und das ist jetzt im Grunde genommen die Ergebnisse. Also jetzt haben wir hier auf der linken Seite bei unseren Klavierschülern, auch bei den Musiktheorie-Schülern verbessert sich diese Spracherkennung mit Hintergrundrauschen. Das heißt, sieht man daran, dass jetzt hier das Ganze runtergeht. Das ist also vor der Studie. Das ist nach 6 Monaten des Musikunterrichtes hier. Und da sehen Sie hier, das ist jetzt, wenn der Klang auf beide Ohren kommt. Hier ist, wenn der Klang nur auf das linke Ohr, das heißt die rechte Hirnhälfte kommt. Und hier ist, wenn der Klang nur auf das rechte, das heißt auf die linke Hirnhälfte kommt. Und besonders deutlich ist es hier, wenn der Klang auf das linke Ohr kommt und die rechte Hirnhälfte überwiegend beteiligt ist, dann tut sich vor allem in der türkisen Gruppe, das ist unsere Klaviergruppe, da tut sich es deutlich verbessern. Das heißt, die hören feiner und können feiner die Muster herauserkennen. Das ist eine ziemlich, wichtige Fähigkeit. Sie wissen natürlich, dass eines der großen Probleme im Alter ist ja das schlechtere Hören. Und wenn man in größeren Gesellschaften dann nicht mehr versteht, was das Gegenüber sagt, dann führt es zu Scham, das führt zu Rückzug, das führt zum Teil zu auch Depressionen. Und man kann eben mit dem Musiktraining diese Mustererkennung durch die efferente, vom Gehirn in das Innenohr gehende Bahn kann man eben dabei verändern. Und ich hatte das vorhin ja schon Professor Richter gesagt, das Hören ist der einzige, oder so, gutes Hören ist der einzige, ist die einzige Maßnahme, mit der Sie den Ausbruch einer Demenz mit Sicherheit
nach hinten schieben können. Also das ist die bestuntersuchte und die besteffiziente Möglichkeit, den Ausbruch einer Demenz nach hinten zu schieben. Die Kollegen aus Braunschweig, Herr Pape, die haben ja diese 5L-Regel, da heißt die erste Regel, heißt Lauschen, gutes Hören. Das heißt, wenn Sie Bekannte haben, die schlecht hören, ermutigen Sie sie, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und beim Akustiker sich ein Hörgerät zu besorgen. Weil das die gesamte kognitive Arbeit, die ich den ganzen Tag über leiste, hören ist immer anstrengend und es trainiert gewissermaßen automatisch unser Gehirn. Also die 5L ist Lauschen, Laufen, viel bewegen, Lernen ist auch klar, natürlich neue Sachen lernen, Lieben, also positive Emotionen. Und Lachen, Humor, das sind so die fünf, Herr Pape hat es sehr schön mal auf den Punkt gebracht, die 5L-Regel. Ja, genau. Jetzt hat mein Doktorand Florian Warschech, der wird jetzt bald mein Postdoc sein, der hat jetzt sich die Frage gestellt, ist es so wie in der Schneider-Studie, dass die Hirnregionen jetzt größer werden bei denen, die besser hören? Nach dem Üben, ja, also auch noch bei Seniorinnen und Senioren, die vorher nie was mit Musik gemacht haben. Und es ist genau so, ich kann es Ihnen kurz zeigen, da will ich jetzt gar nicht, ich rede auch schon viel zu lang, genau. Also, das ist der Schläfenlappen nochmal hier von der Seite und da sehen Sie hier, das haben wir unterteilt in ganz viele kleine Unterregionen, die sind alle für bestimmte Aspekte des Hörens zuständig und was er herausgefunden hat, war eben, dass 5 dieser 12 Regionen, die sind eben deutlich größer nach dem Klavierunterricht als vorher und dann kann er das auch sagen und das korreliert mit der Güte, wie ich Sprache bei Hintergrundrauschen erfassen kann. Und das finde ich eine tolle Sache. Also Sie können gewissermaßen aktiv durch Befassung mit Musik können Sie Ihr Gehör verbessern. Gut, jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ja. Genau. Das heißt, also vor allem direkte Abbildung. Also ja, hier. Genau. Ja. Ja, wir haben die zufällig, das ist ein Zufallsbefund, genau, aber das hat tatsächlich, also Sie kennen sich offensichtlich damit aus, wir haben eine sogenannte bayesische Statistik gemacht. Das heißt, wir haben in der statistischen Auswertung das Ausgangsniveau mitberechnet. Deswegen haben wir das so hier abgebildet. Die meisten traditionellen Statistiken tun das alles niederknüppeln auf ein Niveau gewissermaßen, auf eine Baseline. Das ist aber nicht richtig. Und das, was Sie daran sehen können, ist tatsächlich, dass je schlechter letztendlich die am Anfang sind, vor allem bei der Identifizierung jetzt bei dem linken Ohr, das rechte Hirnhälfte, umso mehr können sie sich verbessern. Das ist ein klassischer Befund. Wir machen in der Zwischenzeit in unserer wissenschaftlichen Arbeit nur noch sogenannte bayesische Statistiken, wo wir das Ausgangslevel mit in die Statistik einbeziehen. Das muss bei Menschen muss man das so machen. Genau, das ist im Grunde genommen ist das der Range. Das ist der Range dann eher, also die deswegen so breit. Und es gibt, das ist auch eine gute Frage. Das haben wir natürlich bei der Veröffentlichung. Es ist noch nicht so populär, weil wir auch nicht mit P-Werten. Also wir können eigentlich keine Aussage treffen, hochsignifikant, höchstsignifikant oder so weiter, sondern wir sagen nur, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was wir gefunden haben, wahr ist, ist sehr hoch. Ja, das ist die Sache. Aber also wenn Sie die Fragen haben, da können Sie mit Florian Warschech, der freut sich, können Sie ihn, Sie finden alle Mitarbeiter in unserer Webseite, können Sie ihn fragen. Aber das ist also jetzt, ich denke, absolut empfehlenswert. Genau. Ich kann Ihnen auch sagen, wir haben auch eine normale ANOVA gerechnet und da ist es hochsignifikant. Ja? Aber die wollen wir nicht ab. Wir halten die ANOVA nicht für wirklich, sagen wir mal, so bedeutsam wie diese Tests. Das ist viel ehrlicher. Bitte, ja. Ja, genau. Ja. Gehen Sie darauf noch näher ein? Nee, jetzt. Dann würde ich die Frage stellen, ist
Ah ja. Nee. Sehr gut. Sehr gute, genau, sehr gute Frage. Nein, das ist nicht lauschen. Lauschen, das schöne deutsche Wort lauschen heißt, mit Aufmerksamkeit einen akustischen Reiz analysieren. Und das Wichtigste ist dabei das persönliche Gespräch mit anderen Menschen. Deswegen sind eben das allein irgendwo in einem Pflegeheim vor sich, vorm Fernseher sitzen, ist nicht so günstig. Sondern es ist eigentlich am besten, in einer großen Familie oder in einer großen Gruppe zu sein. Und ruhig auch unbequem. Ja, das ist schon so, dass man sich dann auch anstrengen muss, im Gespräch zu folgen. Aber es ist tatsächlich für unser Gehirn eigentlich ein unglaublich gutes Training. Aber unbequem, Sie haben ja eben auch auf die Hörgeräte hingewiesen. Ja, genau. Ja. Bevor der gestorben ist. Und der hat immer, wenn Frauen mit so Pfennigabsätzen irgendwo auf so einem festen Boden gegangen ja. sind, dann hat er sofort den Griff zum Hörgerät ausgemacht. Ja. Das war wohl so scheußlich. Genau. Also, die heutigen Hörgeräte haben ja andere. Die sind besser, genau. Ja. So ist es. Also das ist, was Ihr Vater da, woran da gelitten hat, das nennt sich Recruitment. Das ist tatsächlich so, dass die Schwelle, ab wann man etwas hört, bis es dann schmerzhaft wird, ist ganz klein. Und deswegen waren die Pfennigabsätze sehr schmerzlich. Also jetzt, also Sie fragen gute Fragen. Also ich hatte Ihnen das mit den inneren und mit den äußeren Haarzellen ja erklärt. Die inneren Haarzellen, nochmal Mikrofone, äußere Haarzellen machen die Trennschärfe. Als erstes gehen immer die äußeren Haarzellen zugrunde. Und die äußeren Haarzellen, das nützt dann nicht viel, wenn ich was lauter höre, ohne die Trennschärfe zu haben. Das ist der entscheidende Punkt. Die äußeren Haarzellen sind insgesamt anfälliger. Ja. Und das mit der Demenzvorbeugung, ich glaube, das Entscheidende ist bei der ganzen Sache natürlich auch eine positive emotionale Färbung des gehörten Inhalts. Deswegen eben auch das mit Freude Musik zu machen oder zu singen im Chor ist super. Und dann eben soziale Kontakte. Ja, das ist so. Diese ganzen tollen Initiativen in den Pflegeheimen, zum Beispiel Singen mit Demenzerkrankten, ist grandios. Ja, das ist genau das Richtige. Sitztanzen, genau, da kommt noch dann das, ich habe ja gesagt, 5L. Genau. Genau. Ja, und also Tanzen und Bewegen hat eben noch den großen Vorteil, dass ich dabei, also das Laufen, also Lauschen, Laufen, das hat den großen Vorteil, dass ich dabei auch noch sogenannte BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, also eine Art von Nervenwachstumsstimulanz mit ausschütte. Also das ist eine tolle Sache. Bitte? Ja, das ist eine gute Frage. Also die Studie ist ja jetzt die ist ausgelaufen im Dezember und wir haben mit der Musikschule Hannover, Frau Tschira, einen Vertrag gemacht und da gibt es das Format Gruppe Plus und diese Gruppe Plus, das sind immer Vierergruppen, die müssen im Monat 80 Euro zahlen, die kriegen viermal Unterricht in der Gruppe mit vier Personen und einmal Einzelunterricht. Also insgesamt 5 Stunden pro Monat und das zahlen sie dann, dafür zahlen sie 80 Euro und davon machen etwa 70% unserer Probandinnen und Probanden machen weiter. Und die Frau Tschira, das fand ich total nett, von der Musikschule Hannover hat es ermöglicht. Und diejenigen, die in der Kontrollgruppe waren, die konnten die Klaviere übernehmen, die die anderen restlichen 30% nicht wollten. Und konnten dann Klavierunterricht kriegen. Ja? Ja, man muss es immer auch so gucken, wie man die Motivation aufrechterhält und wie man eben die gerecht behandelt, beide Gruppen. Also das war ich muss dazu sagen, das ist, wir sind immer noch am, ich habe jetzt noch 2 Jahre zu arbeiten, wir sind immer noch am Auswerten und das wird mich noch 2 Jahre beschäftigen. Aber es ist, wie gesagt, die größte Studie zu diesem Thema. Wir kommen zum Schluss. Jetzt kommt die Gänsehaut. Also, damit habe ich mich ja sehr befasst. Das kennen wahrscheinlich die meisten von Ihnen, wenn Sie was Tolles hören, dass Ihnen dann manchmal ein Schauer den Rücken runterläuft. Manche bekommen auch Tränen in den Augen. Und das ist eben dieses Gänsehautphänomen. Das ist ein Reflex.
Und der kommt von unserem sogenannten autonomen Nervensystem, vom Sympathikus. Und da gibt es den negativen und den positiven. Der negative, den kennen Sie aus dem Schulunterricht, als man noch die Tafelkreide benutzt hat. Oder beim Zahnarztbohrer, wenn Sie den hören, da kriegen manche jetzt schon allein dran denken, kriegen Sie eine Gänsehaut hier. Und positive ist eben tatsächlich auch bei einer ganzen Reihe von akustischen Reizen. Es ist der Sympathikus und Sie sehen da so ein Haar. Und die Haare, die haben eben hier diesen Muskel, den Musculus arrector pili. Und eigentlich kommt der Gänsehautreflex ursprünglich aus der Wärmeregulation. Das war etwas, was Sie alle wissen, Sie kriegen die Gänsehaut, wenn Sie frieren. Und dann stellten sich, als wir noch Haare am ganzen Körper hatten, stellten sich die Haare auf. Und diese Haare, die führen dazu, dass die Körpereigenwärme nicht so schnell wegtransportiert wird, also die sogenannte Transvektion. Und deswegen hält man mit einer Gänsehaut, hält man die Körperwärme einfach näher dran. Ja, und das haben wir eben jetzt genauer untersucht. Dabei haben wir nur die guten Gänsehäute angeschaut, nämlich die durchs Hören, durch Musik entstehen. Wir haben die, die durchs Berühren entstehen, das kennen auch die meisten, oder durch Druck auf die Blase, das haben wir nicht untersucht, auch nicht, wenn man was ganz Saures isst und auch nicht, wenn man einen tollen Landschaft sieht, da kriegen auch manche Gänsehaut, oder auch wenn man so irgendwie einen tollen Gedanken. Also ich habe einen Freund, der ist Mathematiker, wenn der eine Lösung gefunden hat, dann kriegt er eine Gänsehaut. Ja? Also das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich will Ihnen kurz mal zeigen, was wir da in der Forschung gemacht haben. Ich will da nicht zu viel drauf machen. Wir wissen heute, dass die Gänsehaut eigentlich einen suchterzeugenden Stoff in unserem Gehirn produziert, nämlich das Dopamin und das Endorphin. Und das hat mein Kollege Robert Sartori gemacht, hat Studenten gebeten, bringt eure Gänsehaut-CDs mit in das Laboratorium. Dann hat er sie in den Scanner gelegt. Dabei hat er den Stoff Dopamin dann auch noch radioaktiv markiert. Wir durften das in Deutschland gar nicht machen, das haben sie in Kanada gemacht. Und dann haben die also Gänsehaut gekriegt. Und dabei ist es so, dass am Anfang in der Vorbereitung, jetzt kommt gleich meine tolle Stelle, da ist im sogenannten Caudatumkern, wird plötzlich das Dopamin gebunden und das wandert dann nach vorne in den sogenannten Akkumbenskern und der Akkumbenskern ist unser Lustkern. Da entstehen die großen Lüste und der führt dann dazu, dass das gesamte Gehirn überschwemmt wird mit positiven Schauern, Wohlgefühlen und das ist dann auch etwas, was letztendlich Sucht erzählt. Es gibt also so eine Art Zeitablauf. Am Anfang ist vor allem dieses Caudatum, also das ist die Vorbereitung und dann so nach einigen Sekunden kommt es dann im Akkumbenskern zu einer massiven Ausschüttung von Dopamin und das ist dann das, was wir mit Schauer verstehen. Es gibt Menschen, die werden da tatsächlich auch dann süchtig danach und die fangen dann an, auch immer stärkere Reizschwellen zu suchen und die kommen zum Teil dann auch in eine Art von Abhängigkeitskrankheit. Wir haben das also jetzt bei etwa 400 Menschen untersucht. Die mussten alle ihre Gänsehautmusik mitbringen. Wir haben die gemessen, während sie die Musik gehört haben, mussten sie mit einer Maus anzeigen, ob es ihnen gefällt. Und wenn sie dann die Gänsehaut, wir nennen das Chill, wenn sie den hatten, mussten sie die mittlere Maustaste drücken. Und dann haben wir natürlich die Hautleitfähigkeit gemessen, das Schwitzen. Ja, also an den Händen, dann die Herzrate und dann noch die Atemrate. Und klar, die Herzrate geht hoch, wenn ich anfange, jetzt kommt die Stille. Ja, und das haben wir also dann alles genau gemacht. Und dabei kommt man dann zu folgenden Messungen. Ich will es ein bisschen abkürzen. Also der Gänsehautmoment ist tatsächlich etwa 10 Sekunden vor, da haben wir jetzt hier also das ist eine Summierung von insgesamt 380 Gänsehautmomenten unserer Versuchspersonen. Es ist nicht einfach, die im Labor zu finden, weil wenn Sie im Labor sitzen mit den ganzen Elektroden, da sind Sie nicht immer so in der Stimmung für die Gänsehaut. Jedenfalls hier sieht man vor dem eigentlichen Gänsehautmoment, der hier ist, fängt es etwa 10 Sekunden früher schon an, dass hier die Erregung, die ich mit der Maus subjektiv angebe, geht schon hoch. Und dann
in dem Moment, wo dann die Gänsehaut kommt hier, dann sieht auch diese Schweißsekretion, die ist ein bisschen verzögert, die fängt etwas später an, etwa nach 4 Millisekunden vor der eigentlichen Gänsehaut. Die Schweißsekretion kommt deswegen später, weil wir sie an der Innenhand aufnehmen und die Nervenzellen, die Nervenfasern brauchen von der Schläfenrinde bis zur Innenhand etwa eine Sekunde. Deswegen ist da immer ein Delay, also eine Verzögerung. Jedenfalls kann man damit also wunderschön zeigen, da passiert wirklich was. Und wir haben also gesehen, es ist offensichtlich, wenn die Stücke vertraut sind, wenn sie gefallen, das ist banal, wenn sie verbunden sind mit positiven Assoziationen, also biografischen Momenten. Ganz wichtiger Punkt dabei. Oder auch mit Identifikation, wenn zum Beispiel, wenn Sie die Sängerin oder den Sänger oder den Musiker kennen oder selber das Instrument spielen, dann sind es Stücke, die die Erwartung täuschen. Alle gute Musik entfaltet sich in der Zeit, beansprucht immer Ihr Gedächtnis und täuscht die Erwartung in einem bestimmten intelligenten Moment. Sonst wäre es langweilige Kaufhaus oder Lift oder sonstige Hintergrundmusik. Entscheidend ist bei guter Musik, dass sie die Erwartungen in einem richtigen Moment täuschen. Und das ist der Moment, wo dann die Gänsehaut auch gerne entsteht. Und wenn die Gänsehaut entsteht und dieses Dopamin dabei in diesem Akkumbenskern sich anhäuft, dann wird die Gedächtnisbildung extrem stark für genau diesen akustischen Reiz sein. Das heißt, es war eine Möglichkeit, akustische Muster, die uns gefallen, unwiederbringlich in das Langzeitgedächtnis einzuspeichern. Genau, und dann sind es die Stimme, die menschliche Stimme ist ja auch für uns das Wichtigste sowieso. Und dann eben auch, wenn es brillanter wird und die Stimme so ein bisschen höhere Töne hat, so wie jetzt bei mir. Und dann natürlich auch noch ihre eigene Persönlichkeit, wenn sie sensitiv sind, wenn sie ein feiner Mensch sind, ja, also sehr wach und niedrige Reizschwellen haben. Und deswegen wird die Gänsehaut bei Musik ausgelöst, die wichtige Lebensthemen berührt, nämlich Auftreten des Neuen. Deswegen auch das Einspeichern. Also wenn ich in einem Musikstück plötzlich Strukturwechsel, ein ganz ungewöhnlicher Harmoniepunkt. Wow. Und das speichere ich dann gewissermaßen in mein Repertoire ein. Und das Zweite ist natürlich die Gemeinschaft und deren Verlust. Das sind also vor allem, wenn man Lieder nimmt oder Opern oder auch Songs, dann sind es eben die Themen. Es ist nicht nur die Musik, die die Gänsehaut unterstützt, sondern eben auch die Liebe, Liebeswerbung, Trennung, Schmerz und Tod, die großen Themen. Man muss sich immer klar machen, ich rede jetzt heute, jetzt bin ich gleich am Ende, ja eine Stunde. Wir sind die Kreatur im Universum, die die meisten akustischen Muster speichern und reproduzieren kann. Es gibt kein anderes Lebewesen, was so viele akustische Muster speichern und reproduzieren kann. Die Sprachen, ihr Französisch, ihr Deutsch, ihr Englisch, die ganzen Stöhner, Lachen, die Klänge, die sie von ihren Freunden kennen, dieses Oh, ah, alles sowas. Die Tausende von Melodiefetzen, die sie im Kopf haben, alles, das ist ein riesiges Repertoire. Wir haben Zehntausende oder Hunderttausende von akustischen Mustern gespeichert. Kein anderes Lebewesen kann es. Und deswegen haben wir auch, Sie haben es ja gesehen, relativ großen Schläfenlappen. Wir haben von allen Säugetieren im Verhältnis gesehen, den höchsten, den größten Schläfenlappen, die größte Speicherregion für auditive Inhalte. Und das ist für uns natürlich extrem wichtig. Und ich komme jetzt eben zum Schluss. Warum haben wir denn so ein gutes Gehör und warum haben wir die Musik? Ich habe Ihnen da was mitgebracht. Das ist also vor etwa 50.000 Jahren kommen die ersten Musikinstrumente und das ist so ein nachgebildeter Knochenflöte. Die ist nachgebildet aus einem Rentier-Schienbein und die ist tatsächlich so gebohrt, wie Sie es hier auf der Abbildung sehen. Das hat ein Archäotechniker, Wulf Hein, hat es für mich gemacht. Und man kann die spielen und das ist auch ganz interessant. Ich kann Ihnen mal vormachen, wie die gebohrt sind. Also unsere Tonabstände und dann kann man natürlich da sogar tolle Melodien drauf spielen, zum Beispiel
das zweite Klavierkonzert von Brahms, Anfang Hornsolo. Also, tolle Sache. Und jetzt haben wir hier eine schöne Theorie darauf. Jetzt kann man sagen, okay, so wie die Ausgräber hier, das ist auch der Herr Konar aus Tübingen. Ja, die Menschen in Mitteleuropa, die hatten immer schon die sogenannte diatonische Tonleiter. Das heißt, mit unseren Tonabständen, mit unseren Ganztönen und unseren Halbtönen. Das ist, wenn man so möchte, eurozentrisches oder kulturblindes Verhalten. Wir wissen nämlich nicht, was die Urzeitmenschen vor etwa 20.000 Jahren darauf gespielt haben. Man kann da auch ganz schrecklich drauf spielen. Also man kann ganz andere Sachen drauf spielen. Man muss da immer sehr stark aufpassen, dass man nicht gewissermaßen, so wie auch bei Tieren, dass man uns top-down von unserem Gehirn, von unserer Erwartung, von unserer absteigenden Hörbahn die Erwartung gewissermaßen in diese Instrumente hineinbaut. Jedenfalls ist es aber ein Beweis, dass die Menschen schon vor etwa 50.000 Jahren angefangen haben, seitdem gibt es Instrumente, Musik zu machen. Damals war das so, dass natürlich alles hier in unserer Gegend, das hier Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg war ja völlig übergletschert, die Fundorte der Flöten, die sind ja im oberen Donautal oder hier im mittleren Donautal bei Krems. Die sind, waren damals im Alpengletschervorland, das war Tundra, niedrige Zwergkiefern, es gab vielleicht ein paar Birken und so weiter, aber es war vor allem kalt, 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 kalt. Temperatur, Durchschnittsjahrestemperatur war bei -2 Grad, so wie heute an der Küste von Grönland. Und diese Menschen, die haben gefroren, 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 Tag und Nacht. Sie hatten das Feuer natürlich schon, aber es war affenkalt. Und die Vorstellung ist eben, dass sie sich mit Musik in so eine Art von emotionaler Stimmung gebracht haben, um diesen harten Alltag besser zu überstehen. Gemeinsam getanzt, musiziert, gespielt haben. Und jetzt kommen wir zu diesem Modell, wo ich jetzt zeigen möchte, dass eben der Ursprung der Musik noch viel, viel älter ist, viele hunderte Millionen Jahre zurückliegt. Am Anfang war es ein emotionales, akustisches Signalsystem. Und Sie finden sofort, das ist der Rottweiler von meinem Onkel. Ich bin aus Rottweil und das ist so, Sie wissen sofort, in welcher Stimmung dieser Hund ist. Ja, genau. Da würden Sie jetzt nicht sagen, hallo, komm doch her, ja, sondern Sie würden sagen, okay, ich habe es verstanden. Also, aversiv, Grenze, komm mir nicht zu nahe, nimm mir nicht mein Futter weg, bedroh nicht mein Revier. Das ist bei den meisten Säugetieren tieffrequent, rau und laut mit Crescendo. Die Rauigkeit entsteht durch die Kraft. Ja, ich spanne hier alles an, kann mit meiner Lunge entsprechend Druck aufbauen und dann entsteht dann so ein, also in allen Horrorfilmen finden Sie ja sowas. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, wenn ich dann komme, dann hat er ganz andere Töne. Ja, also das ist dann gewissermaßen das, man nennt es affiliativ, komm her und streichel mich. Ja, du bist keine Bedrohung für mich. Und so kann man sich das vorstellen bei vielen Säugetieren. Das waren am Anfang auch bei uns Menschen, bei den Primaten, unseren Vorgängern, emotionale, akustische Signale in sozialen Zusammenhängen. Und die sind universell. Das versteht jeder. Und wir verstehen auch so den emotionalen Ton von Fremdsprachen zu 80% in den indogermanischen Sprachen, zu 60% in den nicht-indogermanischen Sprachen. Da haben wir einfach die emotionale Botschaft, die können wir mitverstehen. Ja, das hat der Professor Scherer aus Genf damals rausgefunden. Die dienen eben der Sozialregulation, sie zeigen meine Affekte und sie helfen mir auch, sagen wir mal, Ärger und so weiter mal rauszulassen. Und dann geht es ein paar Millionen Jahre später, dann kommen so nette Tiere wie die Gibbons
Und die Gibbons, die sind ja schon Primaten, die sind mit uns schon ziemlich nah verwandt, die haben Duette. Da hören Sie das Männchen, das ist tief und das Weibchen ist hoch. Und die singen da oben in den schönen Wäldern von Urwäldern von Kambodscha. Das ist Thomas Geismann, der hat die aufgenommen mit Richtmikrofon, ein Gibbon-Pärchen. Die Gibbone leben in Einehe. Die leben 20 Jahre mit einem Partner zusammen und jeden Morgen unterhalten sie sich mit ihrem Partner 3 Stunden. Männchen, Weibchen, das muss man schon üben, oder? Ja, also das ist jetzt 3 Stunden, das machen wir jetzt nicht. Das ist natürlich Bindung. Ja, es geht darum, dass sie im Grunde genommen die Partnerschaft neu binden wollen, gleichzeitig das Revier dabei auch abstecken. Ja, das ist auch ein Signal an die das Gibbon-Pärchen nebendran, wenn man so möchte. Das ist ziemlich kompliziert, weil man nämlich in unserem Gehirn, Sie müssen das hören, müssen es aufnehmen, müssen dann gleichzeitig in der Pause Ihr motorisches System präparatorisch vorbereitend ansteuern. Dazu brauchen wir schon ein ziemlich gutes Stirnhirn. Also motorische Kontrolle. Und deswegen habe ich hier auch geschrieben, das ist eben rhythmisch-motorische Aktivierung in Gruppen, hilft der motorischen Reifung. Da muss tatsächlich in unserem Nervensystem einige Voraussetzungen müssen da während der Erziehung in den ersten Lebenstagen und Monaten passieren. Und natürlich ist es, das hat man untersucht bei den Gibbons, die schütten in dem Moment das Bindungshormon Oxytocin aus und fühlen sich ganz fantastisch, wenn sie die Stimme ihres Männchens oder ihres Weibchens jeweils hören. Ja, und dann haben wir die Voraussetzungen zur rhythmisch-melodischen Diskriminierung und Strukturierung. Dann konnten wir im Grunde genommen die Sprache einsetzen, hier nicht weit von Wolfsburg in Schöningen. Die primitiven Neandertaler, früher war es Homo erectus, die damals gejagt haben, die haben die Przewalski-Pferdchen in die Sümpfe gejagt und dann mit Speeren von einer anderen Gruppe erlegt. Dazu brauchten sie Gästen. Diese Gästen waren also hier diese bring du mal die Pferdchen rüber und mach die mal mit euren Pfeilen. Und diese Handgesten, die ja in manchen einfachen Kulturen auch noch heute üblich sind, die wurden dann nach und nach internalisiert, weil die natürlich nur am Tag funktionieren und nur dann funktionieren, wenn ich den Partner sehe. Und wir waren ja lange Zeit überwiegend nachtaktiv, also Homo sapiens nimmt man heute an. Deswegen war es natürlich enorm praktisch, wenn man rufen kann, hey ihr, bringt mal die Pferdchen hier rüber. Ja, und dann wurden diese Handgesten in Stimmgesten umgewandelt. Die Gesten sind gleich übrigens im Gehirn verarbeitet wie die Sprache. Und Sie haben sicher schon erkannt, dass ich Linkshänder bin und deswegen mehr mit der linken Hand gestikuliere als mit der rechten. Und das spricht eben für mein rechtsseitiges Sprachzentrum auch. Also das ist eine interessante Sache. Und die Musik haben wir aber trotzdem beibehalten. Und das finde ich eben auch toll, weil es gewissermaßen, mein Kollege Anirudh Patel nennt es, eine transformative Technologie des Geistes. Nämlich, wir haben mit den Voraussetzungen, die wir jetzt hatten, Stimmkontrolle, Atemkontrolle, Vokalisationskontrolle, hatten wir eine Möglichkeit, Emotionen auszudrücken, die mitzuteilen, Bindungen gemeinsam zu erzeugen, Wohlbefinden zu erzeugen. Und das war genau das, Spiritualität, Gesänge bei Trauerritualen und natürlich die verborgenen Qualitäten. Nämlich jeder, der Musik macht, der singt, zeigt ja viel mehr von sich, als dass er nur Musik macht. Er zeigt, dass er fleißig ist, dass er geübt hat, dass er ein Netzwerk hat, was ihm ein teures Instrument kaufen konnte. Er zeigt, dass er keine Emotionen verbergen muss. Er zeigt, dass er gesunde Lungen hat, dass er schön Feinmotorik hat, dass er intelligent ist. Das sind alles die Hidden Qualities, die eben mit dem Musizieren einhergehen. Und dann natürlich, was wir gerade gehört haben, das Hörtraining, akustische Mustererkennung, Bereicherung des akustischen Repertoires in einer sicheren Umgebung, Gedächtnisbildung und dabei eben auch noch Glückshormone. Und ganz zum Schluss haben wir dann eben die Musik als Sprachträger für die ganzen Epen, die Odyssee, die Iliade oder dann die Paul-Gerhardt-Lieder und die Lieder von Martin Luther, die eben die wesentlichen christlichen Inhalte
unwiederbringlich ins Gedächtnis der Gläubigen eigentlich einpflanzen wollten mit Hilfe der Lieder. Und damit haben wir eigentlich was Tolles. Das kommt jetzt wieder meine Heimatstadt Rottweil. Da haben wir nämlich Orpheus. Und Sie sehen, er kommuniziert mit seiner tollen Musik so, dass die Tiere, hier die Vögel, der Hund, da hinten, das kann man jetzt nicht gut sehen, ist ein Löwe, die wilden Tiere, die kann er damit bezwingen, konnte mit allen eigentlich dann kommunizieren. Und er ist eben an einer Sache gescheitert, das wissen Sie auch, als er Eurydice aus der Unterwelt geholt hat. Das ist eine sehr weise Fabel, er ist gescheitert am mangelnden Vertrauen. Er hat nämlich nicht vertraut, dass die Götter die ja so erweicht waren von seinem tollen Gesang, von seiner tollen Musik. Sie haben gesagt, okay, wir geben dir zum ersten Mal einen Menschen aus der Unterwelt wieder zurück zum Leben. Und er geht diesen langen Weg vom Hades hoch. Und während er geht, wachsen die Zweifel, haben die mich nicht überlistet, haben die mir... Und dann dreht er sich um, weil er halt kein Vertrauen hat. Und dann muss Eurydice zum zweiten Mal runter. Aber das ist eine andere Geschichte, ein anderer Vortrag. Und jetzt freue ich mich sehr auf Ihre Fragen. Vielen Dank. Ja, bitte. In Ihrem Vortrag hat ein Wort gefehlt, Hörgeräte. Ja. Genau, also Hörgeräte als Hilfe zum Hören sind gut und sollten viel früher und viel häufiger eingesetzt werden. Und das ist eben so, dass wenn Sie Hörgeräte tragen, dann verbessern Sie auch Ihr Hören langfristig. Das heißt, Sie können den altersentsprechenden Abbau des Gehörs vorbeugen. Deswegen früh zum Akustiker gehen. Dieses tolle Wurfmikrofon dann für mich. Fragen. In der mittleren Untersuchung, ich habe das Mikrofon, darf ich reden? Bitte. In der mittleren Untersuchung mit der Klavier und der anderen Gruppe, da hat mich gewundert, dass normal doch eine Kontrollgruppe auch aufgeführt würde. Ja, ja. Warum ist das in dem Zusammenhang nicht notwendig? Ja, ja, das ist also die Studie hat etwa 1,7 Millionen Euro gekostet. Sie können sich vorstellen, jeder Proband hat ungefähr 20.000 Euro gekostet dabei und eine Kontrollgruppe konnten wir uns nicht leisten. Das stimmt. Also eine leere Kontrollgruppe wäre auch ethisch schwierig gewesen. Die Menschen, wir hätten die ja auslosen müssen und dann wäre ein Drittel hätte nichts erhalten. Und das hätten wir eigentlich der Ethikkommission bei älteren Menschen, die ja jetzt das Wesentliche im Leben machen wollen, die wollen nicht mehr Zeit verlieren, das hätten wir wahrscheinlich nicht durchgekriegt. Deswegen haben wir diese Musik erleben und verstehen als zweite, wenn man so möchte, Versuchsgruppe eingeführt. Das ist eine gute Frage. Nicht schlecht. Hallo, ja, vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich war nur ganz, also vielleicht auch eine ganz kurze Antwort, weil es bestimmt sehr komplex eigentlich, aber dieser Hintergrund, dass das Hör, also das Hörorgan und das Gleichgewichtsorgan so nah beieinander ist und so ähnlich ja funktioniert mit Endolymphe und Ähnlichem, woran liegt das? Können Sie es kurz zusammenfassen, dass das... Also gemeinsamer evolutionärer Ursprung im Seitenlinienorgan der Fische. Es ist im Grunde genommen bei den Fischen, die haben gleichzeitig die Hören mit dem Seitenlinienorgan und sie balancieren damit ihr Gleichgewicht. Und dieser gemeinsame Hintergrund, der spiegelt sich darin wieder. Okay. Darf ich Ihnen das geben? Ja, gerne. Ja, ich muss also zunächst mal zugeben, ich bin Hörgeräteträger und habe sie heute vergessen. Und haben Sie mich verstehen können? Einiges verstehen können und ich habe das auch mit Interesse verfolgen können. Und jetzt kommt mein kleines Nebenbei-Hobby zur Sprache, denn ich habe eben gerade hier vor mir das Orpheus-Bild hinter Ihnen und mir hat imponiert eine Aussage, dass wir Menschen ja in einer Ausnahmesituation drin wären, weil wir die meisten akustischen Signale im Gegensatz zu allen anderen Lebewesen A, äußern können und B, auch hören, wahrnehmen können. Ja. Und da werde ich jetzt irritiert, wenn ich genau dieses Bild sehe. Es gibt ja viele Bilder von Menschen, die da Vögel
hören können, sich mit ihnen sogar unterhalten können. Gibt es viele niedliche Storys. Aber da kommt dann Ihre Aussage, ich wiederhole mich jetzt, dass ich also Schwierigkeiten habe, nachzuvollziehen, dass wir Menschen akustische Signale am besten wiedergeben bzw. auch nur wahrnehmen können. Und da habe ich also meine Zweifel, nach dem, was ich also, man wird älter und denkt sich das immer irgendwann mal, dass man mal in das reinhören muss, was man täglich umgibt, das ist also der Vogelgesang. Und dann musste ich lesen, dass gerade das Gehirn von Vögeln einen völlig anderen Aufbau hat als wir Menschen. Jetzt kommt mal meine Kritik an dem, was ich gehört habe, dass Sie gesagt haben, wir Menschen seien in der Lage, als sein Wesen, die meisten Signale wahrnehmen können. Ja. Und da bin ich jetzt irritiert, wenn ich ein anderes Gehirn habe, dann kann ich wie ein Vogel ganz andere Wahrnehmungen feststellen. Da helfen mir Ihre Versuche überhaupt nicht weiter, denn da kann ich sagen, ich habe mich da ein bisschen reingehört, dass natürlich der Vogel, das Spatzenmännchen, das da gerade irgendwas erzählen wollte, natürlich von dem anderen Spatzenmännchen verstanden wird. Der weiß ganz genau, dass da der Karl Otto gerade gesungen hat und dass der Karl Otto auch von ihm verstanden wird. Auch seine Launen werden verstanden. Dazu fehlt uns Menschen die Wahrnehmung. Also, es ist interessant, man kann sich reindenken, dass, auch wenn ich Hörgeräteträger bin, es ist unglaublich spannend, diesen Aspekt zu sehen. Also, Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir wissen nie, wie es in der Hörwelt von Vögeln wirklich aussieht. Ich habe mich jetzt zunächst mal auf ein quantitatives Kriterium zurückgezogen. Also die Nachtigall, das hat man gezählt, die Gesänge der Nachtigall. Eine Nachtigall kann etwa 24.000 verschiedene Gesänge produzieren. Wir können zigtausende von Mustern produzieren. Und die Nachtigall kann die variieren und kann die tatsächlich, aber der Grundgestalt der Gesänge sind zum Großteil angeboren, nur zum Teil gelernt. Und das Interessante ist, je mehr sie variiert und je kreativer die männliche Nachtigall ist, umso eher kommt sie beim Weibchen zum Zuge. Dass wir nicht wissen, wie die Tiere wahrnehmen, ist klar. Also die Fledermäuse zum Beispiel, gibt es einen berühmten Essay, wie wäre es, wenn wir eine Fledermaus wären. Die haben natürlich eine ganz andere Hörwelt, die haben auch sehr viele Muster, die können auch sowohl Echoortung machen, wie auch soziale Affekte. Ich habe ein Buch herausgegeben und auch drin geschrieben, das nennt sich Emotions in Acoustic Communication in Animal and Men. Da geht es also von Fledermäusen über Affen, über Wale, über Pferde, über Vögel, da ist alles drin. Ja? Und da ist aber eins klar, quantitativ gibt es kein anderes Lebewesen, was so viele verschiedene akustische Muster produzieren und verstehen kann wie der Mensch. Das ist also, das kann mir niemand widerlegen. Ich meine, was die Vögel verstehen, und wie die Vögel, wie differenziert sie sind, das kann man in komplexen Experimenten doch ziemlich genau nachvollziehen. Genau das haben wir zusammen mit der Zoologie in Hannover mit Frau Elke Zimmermann gemacht. Also ist ganz interessant. Sie sind nicht zufrieden, können wir nachher noch drüber sprechen. Ja, ich habe noch eine andere Frage, das war ein bisschen mehr zum Anfang und ist jetzt vielleicht auch nicht konkret zum Vortrag. Ich habe mich gefragt, also man hat schon oft gelernt, dass wenn die Frequenz höher ist, dass dann der Ton höher ist. Aber warum genau ist es eigentlich so? Und was genau passiert bei uns da im Gehör? Wenn die Frequenz höher ist, dann ist auch der Ton höher. Das ist physikalisch. Im Grunde genommen schwingt es halt schneller und es ist eine physikalische Grundkonstante. Aber die Übersetzung der Physik in unsere Apperzeption, in unsere Wahrnehmung, die ist natürlich nicht 1:1 und die ist letztendlich akkulturiert und gelernt. Das heißt, man könnte sich vorstellen, wenn ein Ungeborenes im Mutterleib die ersten Töne gewissermaßen anders, ich glaube, man kann es nicht umlernen. Hohe Töne sind schnelle Frequenzen, so wie mit Farben. Rot hat eine andere Wellenlänge wie Blau und Rot ist für Sie rot und für mich rot.
Also man kann es praktisch nicht erklären, wieso das so ist. Was meinen Sie? Also man kann es nicht direkt erklären, wieso das so ist. Es ist einfach eine natürliche Gegebenheit, dass es so ist. Ja, es ist eine natürliche Gegebenheit. Gut, jetzt fragen Sie, das ist jetzt ein ganz anderer Punkt. Das ist ein philosophischer Punkt, da bin ich auch kein Experte. Das ist, was Sie ansprechen, ist das berühmte Ignorabimus von Dubois, Raymond Dubois. Der hat gesagt, wir können jede Nervenzelle im Gehirn kennenlernen, wir können jede Verbindung analysieren und wir werden doch nicht wissen, warum eine Rose unvergleichlich gut riecht und uns eine Bach-Suite zu Tränen rührt. Also die Art und Weise, wie dann letztendlich aus den Sinneswahrnehmungen physikalisch unsere Emotionen entstehen, das ist schwierig. Das können wir wahrscheinlich nicht erfassen. Okay, danke. Ich habe auch immer eine Frage physikalischer Art. Wie geschieht die Umwandlung von der Akustik in den elektrischen Reiz? Das geschieht in den Haarzellen. Die Haarzellen sind, also Schall ist eine physikalische Kraft. Und die bringt einfach die Haarzellen zum Wackeln. Und in dem Wackeln entsteht ein sogenanntes Membranpotential dadurch, dass sich die Haarzellenmembrane, die Haut, die gewissermaßen die Zelle hat, ein bisschen dehnt. Und unter Energieaufwendung wird das in die Universalsprache des Gehirns in elektrische Neuronenpotenziale. Ja, es ist eine Art piezoelektrischer Effekt, genau. Man kann auch den übrigens simulieren, indem man, das werden jetzt die neuen sogenannten Cochlea-Prothesen sein, die werden nicht mehr elektrisch sein, sondern die werden mit Licht funktionieren, sind spezifischer dann. Ja, noch eine weitere Frage, bitte. Schön. Gerade nur, weil Sie dieses neues Cochlea-Implantat angesprochen haben. Also ich habe gar keine Ahnung in dem Gebiet, deshalb nur die interessante Frage. Also ist das quasi, was passiert da in der Weiterentwicklung? Und gibt es, wenn Sie vorhin sagten, dass der Rückkanal ja, der früher aufhört, richtig zu funktionieren im Alter, ist es denn da tatsächlich die Möglichkeit, den zu reaktivieren oder bleibt man an der Mikrofonseite in den technischen Hilfen für Menschen hängen? Ja. Das ist tatsächlich so, dass wir an der Mikrofonseite hängen bleiben. Deswegen sind die Cochlea-Implants auch immer noch unbefriedigend, auch schwierig für Tonhöhenunterscheidung. Also sehr gut kann man Rhythmen unterscheiden. Und je früher sie implantieren, umso schneller, umso besser kann es gelernt werden. Denn was dann nachher passiert, das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber ich kann da ganz kurz nochmal zurückgehen, Sekunde. Also was nachher passiert bei den Cochlea-Implants, das ist ein richtig grobes Gerät. Da wird hier gewissermaßen in die Schnecke wird eine Elektrode eingeführt mit jetzt die neuesten haben so um die 26 Elektrodenenden. Die können an 26 Stellen die Haarzellen, diese 3500 Haarzellen aktivieren. Das ist sehr, sehr grob. Aber eben die ganze Nachverarbeitung hier, in jedem dieser Umschaltstationen wird die Information nochmal gefiltert, gereinigt und aufgeblasen. Und deswegen kann man tatsächlich, wenn man früh und gut implantiert, wie es Herr Professor Lennartz in Hannover macht, kann man ein gutes Sprachverständnis erreichen. Aber auch nicht alle. Man muss es auch sehen. Ja. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich habe noch eine Frage, wenn Sie gerade da zurückgegangen sind. In Tinnitus. Ja, genau. Genau, also der Tinnitus, das ist auch relativ gut erfasst, gibt es verschiedene Sorten. Der häufigste Tinnitus ist im Grunde genommen ein sogenanntes Deafferentierungssignal. Also, wenn Sie einen Schaden haben, wie ich zum Beispiel, also ich habe auch ein Hörgerät, was ich aber nur ab Frequenzen von 1000 Hertz aufwärts brauche, da habe ich am linken Ohr einen Schaden. Das sind die inneren und die äußeren Haarzellen durch das Medikament Streptomycin zerstört worden. Als ich 14 Jahre alt war, da hatte ich eine Lungenentzündung und damals gab man ein sogenanntes ototoxisches Medikament, das verschreibt man heute nicht mehr. Und dann hatte ich einen Hörsturz und danach entwickelte sich ein Tinnitus, nämlich weil dann die Nervenzellen hier in der aufsteigenden Hörbahn, die haben keinen Impuls mehr bekommen, haben angefangen automatisch von selbst zu feuern. Und jetzt ist das Entscheidende. Dann bin ich zu meinem Hals-Nasen-Ohrenarzt, der Dr. Ruoff in Rottweil. Und da hat er zu mir gesagt,
Ha, das ist ein gutes Zeichen, der Nerv, der schafft wieder. Und dann habe ich den Tinnitus emotional positiv bewertet. Und er stört mich nicht die Bohne. Ich kann nur, wenn ich drüber rede, jetzt höre ich ihn gerade, kann ihn völlig ausblenden. Also wenn Sie Tinnitus haben, beruhigen Sie sich, schonen Sie Ihre Ohren sowieso, trinken Sie viel Wasser, wie ich das hier mache, und verheiraten sich mit ihm. Übrigens die einzige bewiesene Therapie von Tinnitus ist kognitiv-behaviorale Psychotherapie. Defokussieren. Und das hat mein Hals-Nasen-Ohrenarzt mit einem Satz gemacht. Das ist ein gutes Zeichen. Der Nerv, der schafft. Ja, ich sehe, es sind keine weiteren Fragen mehr. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich habe heute viel gelernt. Vielen Dank für die Fragen. Danke. Ja. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Ich möchte noch darauf hinweisen, auf die nächsten Vorträge. Der nächste Vortrag geht in eine ganz andere Richtung. Der geht auf die Wechselwirkung zwischen Mensch und Roboter. Nämlich Mensch sieht Roboter, Roboter sieht Mensch. Ganz was anderes. Ja, vielen Dank, dass Sie hier waren.